Hallo zum Tageshoroskop vom 7.11.2023. Wir schauen an diesem Dienstag wieder, wie die Sterne stehen, und dafür nehmen wir das bewährte Mitternachtshoroskop, berechnet auf Berlin, gültig für den deutschsprachigen Raum. Das heißt Schweiz, Österreich und Deutschland. Und da haben wir immer noch den Aszendenten im Horoskop hier, Ende vom Löwen. Und dementsprechend ist es halt immer noch so, dass man hier sich selbst verwirklichen soll, dass ja, gestalterische Kräfte hier stark wirken oder Führungspersonen besonders im Mittelpunkt stehen können. Und das Ganze mit dem Herrscher der Sonne hier am IC, Ende vom dritten Haus, bringt also hier eine starke transformative Kraft in der Heimat oder in der Kommunikation. Und jetzt sind ja auch gerade Führungskräfte gefragt. Und die Sonne ist ja auch immer noch hier in der Spannung zu, in der abnehmenden Spannung zu Jupiter. Dementsprechend haben wir hier die Situation, dass die Führungskräfte in der, also im Krisenmanagement stehen in Bezug auf die Auslandssituation, auf die Werte des Auslandes, auf ja, religiöse Werte eine Antwort zu finden und auch auf die Unterstützung oder beziehungsweise das Handeln der Situation mit der Migration. Und das Ganze ist ja auch noch zusätzlich gerade ja, besonders im Fokus, weil Merkur hier in der Verbindung zu Neptun steht. Und Neptun schreibt also die Fluchtthematik und Merkur lässt darüber diskutieren. Und durch das Trigon gibt es also hier die Chance, auch Lösungen zu finden. Und dann haben wir ja auch weiterhin natürlich also diese Verbindung von Merkur mit Neptun, löst quasi dieses Trigon aus zwischen Uranus, Neptun und Pluto. Das heißt, man spricht hier ja über diese Fluchtsituation und über die Krise oder bringt dann hier so ein Krisenmanagement, so eine Lösungs ja, Energie da rein in die Gespräche. Das heißt, man kann hier vielleicht Problemlösungen finden und das bringt aber Veränderungen der Werte oder der Finanzierung mit sich. Also man spricht ja schon darüber, dass die Digitalisierung, also beziehungsweise dass nur noch also die Auszahlung nicht mehr in bar erfolgt oder dass das quasi eingeschränkt wird, überhaupt die Unterstützung. Also das ist hier so eine Thematik, wie sich das zeigen kann. Ja, bleiben wir nochmal bei der Sonne. Die Sonne im Skorpion, die beleuchtet natürlich weiterhin hier in der zweiten Dekade Grenzüberschreitung auch, also das ist auch nochmal die Fluchtthematik, weil die Sonne steht also hier in der zweiten Dekade und im Skorpion geht es halt immer um Prozesse des Loslassens und um Wandlungsprozesse und in der zweiten Dekade gibt es also diese Färbung des Fischezeichens und das ist halt die Grenzüberschreitung oder die Fluchtthematik, die dann unter anderem da eine Rolle spielen kann. Auf der anderen Seite sind aber auch Todesprozesse hier angezeigt. Und also das ist halt immer ganz normal in der Skorpionzeit, so wie die Blätter von den Bäumen fallen, so verwelkt das Leben auch und dann gehen halt häufig öfter Menschen und verlassen unsere Erde. Und im Zeichen Skorpion mit dieser Unterfärbung von Fischen bringt das halt auch eine starke Sehnsucht dann. Es kann auch sein, dass man sich jetzt verstärkt erinnert an Menschen, die vielleicht schon länger nicht mehr unter uns sind. Also das wäre natürlich auch möglich. Und jetzt ist ja auch gerade hier der bekannte Talkmaster verstorben. Der Meiser, ne, der Meiser. Jetzt fällt mir der Vorname gerade nicht ein. Also auf jeden Fall, ist ja auch bekannt und jetzt vor ein paar Tagen ist ja auch Elmar Wepper gestorben. Also das sind halt so Thematiken, wo gerade vielleicht auch Personen, die so auf der Bühne standen, das Licht der Welt verlieren, weil die Sonne beschreibt ja die Bühne und befindet sich hier im Zeichen des Sterbens, im Skorpion. Allerdings sind natürlich auch Geburtsprozesse möglich, weil man ja quasi wie Phönix aus der Asche hier aufersteht und es ist ja immer so ein ständiger Zyklus, Menschen gehen und dafür kommen dann Menschen. Und jetzt haben wir auch diese Energie, vielleicht die Initiative für ein Kind, weil Mars mit dem Asteroid Child ja zusammensteht. Und das hatte ich ja die Tage vorher schon besprochen. Und es zeigt sich jetzt wieder sehr deutlich. Also diese Energie, dass man hier verstärkt, ja, auch möglicherweise Aggressivität mit Kindern oder Gewalt mit Kindern verbindet. Und das hatten wir jetzt die Tage ja mit dem
Vorfall in Hamburg mit der Geiselnahme, da ging es ja um den Unterhalt oder dieses Sorgerecht. Und wir haben das ja hier auf der Achse Stier, Skorpion, und das ist die Finanz- und Werteachse. Und dementsprechend sind jetzt gerade Sorgerechtsstreitigkeiten, Unterhaltszahlungen, sowas ist gerade ein Auslöser für Streitigkeiten. Und ansonsten, also wie die Spannung zu Uranus, die ja weiterhin hier zunimmt von Mars, die ist ja Ende der Woche erst exakt, die bringt also auch die Gefahr von Angriffen, Attentaten und auch ganz speziell auch Ärger in Bezug auf den Flugverkehr. Und das war ja eine Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Und jetzt hatte ich gerade gelesen, das ist zwar auch schon ein bisschen her, aber es war halt gerade gestern in den Nachrichten halt auch nochmal so ein Bericht darüber. Und zwar in der Stadt Lich, da wurde ein Hubschrauberlandeplatz neben einer Kita, beziehungsweise eine Kita sollte gebaut werden neben einem Hubschrauberlandeplatz, und dann soll die Verlegung die Steuerzahler jetzt, ich glaube, 580.000 Euro kosten. Aber dass das jetzt halt wieder in den Medien ist, ist halt auch begründet, weil wir ja Ärger in Bezug auf Kinder, und eine Kita hat ja mit Kindern zu tun, im Zusammenhang mit der Fliegerei, und Hubschrauber sind natürlich auch unter der Herrschaft von Uranus, ist das hier halt auch weiter eine Thematik. Also man kann halt auch auf einem Flug Ärger mit Kindern erleben, zum Beispiel. Ja, also das wäre auch möglich. Oder es gibt eine Initiative, also es muss ja nicht nur Schlechtes sein, sondern dass man hier einen Neuanfang mit einem Kind plant. Und da ist ein Flug vielleicht notwendig, ja, so. Oder eine starke Veränderung. Also Uranus steht natürlich auch für die Veränderung. Und ja, nochmal, um bei der Kita zu bleiben. Also jetzt gab es gerade, hatte ich gerade gelesen, dass es eine Debatte gibt um die Namensänderung der Kita Anne Frank in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es also auch Diskussionen darüber. Und auch das ist hier dargestellt, ja. Also man spricht da so viel mit dem Merkur, in der Verbindung zu Uranus, die ja abnehmend ist, aber die halt immer noch hier viel provokative Themen bringt oder irgendwelche ungewöhnlichen, ja, aufregenden Themen besprechen lässt. Und mit Merkur Neptun geht es also zum Beispiel auch um die Unklarheit der Namensnennung. Merkur Pluto bringt dann vielleicht die Wandlung im Namen, ja, also sowas. Ja, und wie gesagt, natürlich, also diese Fluchtthematik ist natürlich auch stark dargestellt. Weiterhin natürlich mit dem Mars hier am IC ist die Motivation auch hier für Neustarts gegeben. Vielleicht macht man auch gerade irgendwie in der Familie oder in der Wohnung hier in irgendeiner Form einen Neustart durch, oder erlebt hier in der Familie Streitigkeiten, auch das kann natürlich sein. Außerdem kann es auch im Zusammenhang mit Reisen oder dem Ausland Streits geben, oder halt einfach auch sportliche Events aus dem Ausland kommen in die Heimat, wie jetzt gerade dieses NFL-Spiel in Frankfurt. Also solche Themen. Und ansonsten ist es natürlich auch weiterhin so, dass man hier sehr, sehr viel Energie auch im privaten Bereich erlebt. Also, dass man quasi verstärkt zu Hause ist. Also, es ist so ein bisschen so eine ja, Stubenhocker-Mentalität vielleicht auch. Es kann natürlich auch eine sexuelle Energie anzeigen, ja. Oder das Thema Sexualität mit Kindern kann hier natürlich auch für Aufregung sorgen, dass da irgendwas in diesen Tagen noch rauskommt. Das kann natürlich auch sein. Also das wäre auch noch weiter denkbar. Und insgesamt diese Spannung von Mars zu Uranus, die bringt also halt auch möglicherweise technischen Ärger. Da muss man jetzt in diesen nächsten 10 Tagen, knapp ungefähr 10 Tagen, ja, so ein bisschen flexibel bleiben. Und wie gesagt, ja, vorsichtig sein, weil das halt eine sehr aggressive Energie ist und das dann halt auch Attentate geben kann. Die Kraft für Veränderungen bringt das natürlich auch, und vielleicht auch neue Investitionen, also weil das ja auf der Finanzachse ist. Also das könnte auch sein. Oder Streit in Bezug auf Erbschaften. Das wäre vielleicht auch mit den Kindern. Also das könnte hier auch eine Thematik sein. Also dass man das Erbe weitergeben will und das hier für irgendwie Aufregung sorgt. Ja, der Mond, der befindet sich heute den ganzen Tag in der Jungfrau, ist hier im ersten Haus. Das heißt, man hat quasi ein verstärktes Bauchgefühl, man ist sehr emotional vielleicht auch. Allerdings im Zeichen Jungfrau ist das eher eine rationale Energie, also man schaut sehr skeptisch auf das Leben, man neigt dazu,
das Glas halb leer zu sehen. Man ist sehr vorsichtig im Verhalten und auch was die Emotionen angeht, eher zurückhaltend. Und dann ist der Mond hier dicht beim dunklen Mond. Also es kann auch sein, dass hier eine Unzufriedenheit eine Rolle spielt oder man sich für Minderheiten einsetzt. Auch das ist möglich. Und dann steht der Mond ja auch in Spannung hier zu Saturn. Das kann sein, dass hier irgendwelche Blockaden in der Begegnung bedrücken. Also dass man hier vielleicht irgendwie gehemmt ist oder jemand hat einen blockiert. Das kann natürlich auch sein. Oder es gibt hier eine Herausforderung, die mit Alter zu tun hat und vielleicht auch mit juristischen Themen, weil Justiz ja auch in Spannung dazu steht. Und Justitia ist ja auch noch in dieses Trigon hier, dieses schöne Trigon, beziehungsweise auch eine Drachenfigur, aber die Venus und Pluto bilden ja hier dieses schöne Dreieck, dieses Talentdreieck, dieses große Dreieck, Entschuldigung, ist kein kleines Talent, sondern ein großes Dreieck, große Trigon. Und das bringt also hier immer sehr, sehr schöne Energien, die hier, also wo man juristische Finanzierungsthemen umsetzen kann, also staatlich umsetzen kann, weil Pluto ja im Zeichen des Staates ist im Steinbock. Ansonsten kann es auch sein, dass jetzt Finanzen gerade oder Leidenschaften jetzt gerade eine Rolle spielen und das hier eine juristische Thematik darstellt. Also zum Beispiel hatte ich jetzt gerade gelesen, die Pochers streiten sich ja gerade öffentlich. Also Justitia ist hier im öffentlichen Bereich, Uranus ist der Wassermann und der Oliver Pocher ist ja Wassermann. Also das ist hier im öffentlichen Bereich und auch der Flugverkehr ist hier öffentlich, deswegen ja auch gerade diese Themen mit der Geiselnahme. Und ja, der MC, also das Ergebnis des Tages, das hatte ich glaube ich gestern sogar vergessen zu sagen, also er ist ja weiter im Stier. Dementsprechend sind hier gerade Werte, Grenzen, das Thema Sicherheit betont, die Sicherheit auf dem Flughafen natürlich auch, die Sicherheit in Bezug auf das Ausland, weil der MC ist ja hier quasi eingeschlossen oder in der Mitte, in der Halbsumme zwischen Uranus und Jupiter. Also die Situation mit dem Ausland und die Unsicherheiten im Flugverkehr, das ist hier gerade maximal betont. Außerdem ist hier viel Aufregung oder Veränderungspotenzial auf der politischen Bühne zu erleben und außerdem eine Unsicherheit in der Wirtschaftssituation. Und das ist auch das, was einem begegnet mit Saturn in der Begegnung, unter anderem. Das ist die ja, Reduktion also die Auflösung der Wirtschaft zum Beispiel oder Einschränkungen, was die sozialen Themen angeht, soziale Sicherung, weil Saturn ja im Zeichen des Sozialen in den Fischen steht. Ja, das genau. Dann auch noch hier der Asteroid Liebe zum Entspannung zu Chiron, der bringt weiterhin Spannung in der Liebe, die mit der Arbeit zusammenhängen können oder ja, Liebeskummer, Verletzung in der Liebe vielleicht auch starke Liebesenergien, zum Beispiel bei Jungfrauen kann das auch anzeigen. Und ansonsten ist hier noch der Asteroid Fortuna an der Spitze vom fünften Haus und das bringt natürlich, ja, schicksalhafte Liebesthemen, schicksalhafte Affären vielleicht auch oder vielleicht auch das Glück im Zusammenhang mit Reisen oder mit Kindern vielleicht auch oder mit Projekten oder mit Selbstständigkeiten, schicksalhafte Themen besonders unterstützend. Also Fortuna steht ja tendenziell eher für das positive Schicksal. Ja, das soweit zu den heutigen Themen. Dann wünsche ich dir, dass du gut durch diese Zeit kommst, die ja weiterhin sehr, sehr krisenbehaftet ist und ja, da sehr positiv trotzdem durchkommst und ja mit vielleicht auch mit viel Fantasie. Merkur und Neptun ja raten ja dazu, dass man hier sehr einfühlsam und sehr fantasievoll nach Lösungen sucht. Außerdem ist es auch eine schöne Energie für spirituelle Themen. Dann danke ich für dein Interesse, wünsche dir einen wunderbaren Dienstag. Freue mich natürlich immer über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Wenn du noch kein Abo da hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir ein Abo dalässt. Und ansonsten über Kommentare natürlich. Freue ich mich auch. Und wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen. Der Link ist hier unter dem Video. Kannst du mich ganz einfach anschreiben. Ja, und ansonsten bis morgen. Alles Gute. Tschüss.